What? What? Wow! Eine Waffe, die bisher in Warzone wirklich sehr beschissen war, hat jetzt aber mit dem letzten Update einen krassen Buff bekommen und der ist sogar heftiger als ich dachte. Macht extrem viel Spaß, denn es geht um die Holger 556. Eigentlich die G36C, aber dadurch, dass wir keine, ja, realen Waffennamen mehr haben, ist es die Holger 556. Wird sicherlich vielen schon aufgefallen sein, als er die mal vom Boden aufgehoben hat, ne, dass das ziemlich beschissen ist, was das Teil kann. Und hier in Orange seht ihr auch die Time to Kill von der Holger vor dem Buff und in Rot die Time to Kill nach dem Buff. Und das sind 100 Millisekunden Unterschied, mehr sogar. Und das ist ein gewaltiger Unterschied und das merkt man auch. Extrem geile Waffe und ich glaube, die hat nicht nur was Schaden sowas angeht einen Buff bekommen, sondern auch was Rückstoß angeht. Also mit der richtigen Klasse geht das Ding richtig krass rein und das will ich euch heute zeigen. Nein, renn! Oh, fuck. Vor allem für Leute, die sich eventuell mit der SOA Subverter oder sogar dem Brünn LMG aktuell schwer tun, ist das eine Möglichkeit, eine Waffe zu haben und vor allem auch mal ein Sturmgewehr zu spielen, was Spaß macht und trotzdem ganz oben mithalten kann. Kannst du richtig easy mit der Holger auf den Gegnern draufbleiben, finde ich. Schauen wir uns mal die Time to Kill im Vergleich zur Brünn MK9 an. Und da sehen wir natürlich, ne, die Pre-Patch-Variante von der Holger kann da überhaupt nicht mithalten. Die machen wir hier auch direkt mal komplett raus. Und die Time to Kill von dem Brünn MG ist eigentlich fast auf jede Range besser als von der Holger. Allerdings, wenn wir hier den Open Boat Delay mit reinrechnen, weil die Brünn schießt nicht direkt los, wenn ihr den Finger auf die Taste legt, sondern die fängt erst dann an zu schießen, also mit einem 60 Millisekunden Delay, glaube ich. Wenn man das in die Time to Kill mit einberechnet, dann ist die Holger sogar stärker als das Brünn LMG. Wo sie nicht ganz mithalten kann, ist mit der SOA Subverter, weil das Ding hat eine unfassbar kranke Time to Kill, vor allem eben bis 25 Meter. Daher sogar eigentlich die beste Sniper-Support-Variante, die ihr aktuell spielen könnt. Aber auf Long Range ist das Ding eben nicht so einfach zu spielen durch den schlangenartigen Rückstoß. Deshalb ja, kommt das für viele gar nicht in Frage. Und gegen die Ram, seht ihr hier an der Stelle auch, gibt es bis 26,7 Meter fast auch kein Gegenmittel. Aber auf Long Range ist das Ding halt unspielbar. Ne? Also wenn ihr eine Time to Kill ab 50 Meter von über einer Sekunde habt, dann braucht ihr das Ding nicht spielen. Ram jetzt wirklich nur noch Sniper Support in meinen Augen. Deshalb fällt das Ding irgendwie auch weg. Die Holger ist relativ einfach zu spielen. Langsame Feuerrate, einfach zu kontrollierender Rückschuss mit der richtigen Klasse. Und so passt die wirklich perfekt in die aktuelle Meta rein. Außerdem könnt ihr aktuell sogar etwas gewinnen. Denn bei meinem Partner Scuff Gaming gibt es jetzt meine Designs auch als Faceplates. Ihr seht es hier in wunderbarer Kindergartenschrift unterschrieben. Denn beim Envision als auch beim Xbox, also Instinct Controller, könnt ihr ja die Faceplates abnehmen von den Controllern. Und wenn ihr euch ein Design gekauft habt, was nicht meins ist, dann habt ihr ja die Faceplate nicht. Diese gibt es jetzt im Shop auch einzeln zu kaufen. Könnt ihr gerne in der Videobeschreibung abchecken. Auch in der Videobeschreibung abchecken könnt ihr das Gewinnspiel. Denn einmal gibt es die Envision Faceplate von mir unterschrieben und einmal gibt es die Instinct Controller, Xbox Controller Faceplate von mir unterschrieben. Und nicht nur das, ihr bekommt natürlich den Controller auch noch mit dazu. Das Gewinnspiel findet aktuell auf Twitter bzw. mittlerweile X statt. Und da könnt ihr gerne mitmachen. Auch dazu der Link in der Beschreibung. Kuss geht raus an Scuff Gaming. Und jetzt kommen wir zu der Klasse, die ich in dem Video hier spiele. Und ich muss direkt dazu sagen, ich habe mir hier vor Ewigkeiten, weil ich schon vor Ewigkeiten noch gecallt habe, dass die Holger mal stark sein wird, ein Bundle gekauft mit COD-Punkten, die ich von Activision geschenkt bekommen habe. Also ich habe es mir nicht wirklich gekauft. Aber das ist ein Bundle, wo die ganzen Aufsätze auch durchdesignt sind. Also wenn ich jetzt hier irgendwie einen Lauf ändere oder sowas, dann kann ich davon immer die Variante von dieser Variante nehmen und dann sieht das cool aus. Ja, deshalb sieht meine Variante so aus, wie sie aussieht. Und dann habe ich hier noch eine Platin-Tarnung drauf gemacht und dann sieht das Ding so aus. Ziemlich cool in meinen Augen. Jedenfalls, das ist die Klasse für die Holger 556 und ich würde sie auch 1:1 an eurer Stelle so nachbauen. Einmal die Kasus-Mündungsbremse, beziehungsweise, wie mir von einem Zuschauer gesagt wurde, sieht ein bisschen aus wie diese Yeezy-Schuhe. Diese Yeezy Foam Boost oder sowas. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Schuhen nicht so wirklich aus. Aber irgendwie sehr based. Daran kann man sie immer erkennen und ich würde euch auch vorschlagen, das Teil spielt man wirklich mittlerweile auf fast allen Waffen. Speichert euch das. Ihr könnt das mit Y auf dem Xbox-Controller, mit Dreieck auf dem PlayStation-Controller und mit was weiß ich auf der Tastatur auch als Favorit speichern, dann müsst ihr nicht diese endlosen Aufsätze immer durchsuchen, bis ihr diese Mündung findet, denn die spielt man jetzt echt aktuell, ja, sehr oft. Das Teil auf jeden Fall, dann spielen wir natürlich den langen Lauf für mehr Bullet Velocity, mehr Rückstoß und so weiter und so fort, ne, das kennen wir ja eigentlich schon und auch hier ist es übrigens eine Variante, ne, also das würde sonst nicht so aussehen, aber dadurch, dass ich mir halt diesen Skin da gekauft habe, sieht das ganz nice aus. Dann spiele ich hier das Jack Glasslos Visier, ich habe ja dazu schon ein Video gemacht, das muss man mit den wöchentlichen Aufgaben freischalten und ich bin immer noch ein riesengroßer Fan von diesem Visier, ich finde es richtig schön übersichtlich, es macht echt viel Spaß damit zu
zu spielen. Deshalb ja, spiele ich das immer noch. Dann könnt ihr hier natürlich einen Unterlauf drauf machen. In meinem Fall spiele ich hier sogar einen Schaft, der uns hier nochmal mehr Rückschusskontrolle bietet als ja, der Unterlauf. Ne? Ihr könnt natürlich auch den schweren Brütenunterlauf dazu spielen, aber minus 10, minus 12, plus 4 ist halt nicht so gut wie minus 9, minus 14, minus 14. Dann gibt es hier leider nur das 40-Schuss-Magazin, was aber aufgrund der nicht so hohen Feuerrate gar nicht so doll ins Gewicht fällt. Ne? Also andere Waffen haben 60-Schuss-Magazine, mit denen kann man ja nicht so lange durchziehen wie mit der Holger. Und dadurch, dass ihr nicht so viele Kugeln braucht, beziehungsweise die Time-to-Kill doch ganz gut ist, kann man mit einem Magazin schon echt viel Schaden anrichten. Und das Ding macht echt viel Spaß. Vor allem, weil, und das gucken wir uns jetzt an, der Rückstoß echt nicht schwer zu kontrollieren ist. Die ersten paar Shots bouncen natürlich so ein bisschen, aber dann ist es wirklich einfach nur straight nach oben und ganz leicht nach rechts. Ihr habt die ersten Schüsse, die so ein bisschen bouncen, aber auch das kann man ausgleichen. Und dann drückt ihr einfach nur ein bisschen nach links unten und dann seht ihr, das ist wirklich nicht so schwer zu kontrollieren. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Klasse. Ich denke, wirklich ein sehr, sehr geiles Sturmgewehr, was sehr underrated ist und wirklich ein bisschen mehr Liebe verdient hat, weil, wie gesagt, macht echt viel Spaß. Probiert das sehr gerne aus und ja, dann wünsche ich euch damit viel Erfolg. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein. Ciao, ciao. What is bro doing? Ich finde, mit der Holger kannst du richtig oft die Time to Kill, die auf dem Papier hat, auch erreichen. Das ist ja so ein bisschen das Problem von der SOA Subwörter, dass halt durch den Rückstoß du halt doch nicht so oft dann diese krasse TTK erreichst, weil du halt auch echt krass dagegen drücken musst. Und das ist bei der Holger echt oft nicht so. Hm, perfekt. Ich spiele jetzt Solo, glaube ich, oder? Nee, okay, ein Mate ist noch da. Wenn der auch quitten würde, wäre sogar besser für mich. AFK Beste. Aber Holger macht echt Spaß, muss ich sagen. Nein, hä? Ich habe nicht dagegen gedrückt. Ich habe keine Perks. Das ist schlecht. Das ist schlecht, ohne Perks den Jump zu machen und dann keinen Fallschirm zu ziehen. Was ist das mit dem Seil? Einfach davor abspringen. Lodi, okay. Nimmt mal mit. Safe nehmen wir auch mit. Das auch. Also einfach abspringen davor, bevor man ganz oben ist. Hä, was ist denn das für ein Play? Er dachte einfach, ja, der wird schon nie mehr gucken jetzt. Nice. Quatsch. So, Perks. Das ist geisteskrank. Oh nein. Nice. Digga, Holger, wusste nicht. Alter, der Prezi sogar gefinisht in den Raum rein. Ist das ehrenlos. Weed Brian 2016. Das ist eine gute Lobby mal. Die schmeckt. Nimm mal mit. Alter, das ist scheiße. Teammate! Teammate! Oh! Sehr stark, Teammate. Hat der Geld gedroppt auch? Bro, ich brauch dein Geld nicht. Also, ich nehm's aber. Vielleicht sollten wir ein bisschen Geld aufteilen. Ja, er rennt weg von mir. Naja. Ich glaube, er denkt, bei mir ist besser aufgehoben. Allerdings sind die Drohnen bei mir nicht besser aufgehoben, weil die funktionieren wieder nicht. Lieben wir. Alter, hast du viel daneben geschossen. Und Self-Revive. Lieben wir. Noch einen Sippen gehört davor. War das der Teammate? Mate, kann ich nicht holen. Alter, was macht ihr da unten, Jungs? Oh, ohne anvisiert werden. Vielleicht funktioniert die nächste Drohne ja. Ich glaube, er ist da drauf.
Digga, die Drohnen funktionieren nicht. Eines Tages ist dieser Bug mal gefixt, ehrlich. But when? Holger, wirklich geil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr viel besser, als ich dachte. Sehr geile Waffe. Bockt übel. Liegt auch ein bisschen an der Lobby. vielleicht nächster Try für eine Drohne? Nee, das ist so over, ne? Es sind 11 Leute live. Komischerweise alle anscheinend Geist. Ganze Lobby. Ganze Lobby angeblich Geist. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Warum wird dieser Bug eigentlich nicht gefixt? Ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank? Aber ich hatte Vertrauen in den Teammate. Wichtiger Teammate-Buyback. Teammate war da. Oben. Oder der eine zumindest. Das sind zwei einzelne, glaube ich sogar, oder? Moin. Last for 30. Jawohl. Wichtig! Gute Lobby und guter Teammate. Guter Teammate, Dosi. Guter Teammate. Boah, clean. Clean, clean, clean. Auch wie er am Ende die Gasmaske abzieht. Wichtig. GG's.